Hey you guys, willkommen zurück zu Let's Play Hitman Absolution. Ich bin Soul. Ich bin Rockstar. Ja, und wir werden jetzt sehen, wie ich ganz krass das Level nicht neu starte, sondern weiterspiele. Und wahrscheinlich alles versaue, wie üblich. Erstmal Sequenz. Oh, das Berg. Da hat sich der Hitman übernommen. Gut gemacht, Sanchez. Ja. Yeah. Wer ist das? Ein Cop? Ein Privatschnüffler oder so? Verdammte Scheiße. Was soll der mit? Da geht ihm einer flitzen. Das ist ein verdammter Geist, ein Mythos, ein beschissener Hitman! Hitman? So eine Scheiße! Oh. Wovon sprichst du denn überhaupt? Das verändert jetzt alles, das ist. Das verändert alles! Und was machen wir jetzt mit ihm? Klapp, 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 Housekeeping! Mist! Der hat echt kurze Beine, dafür, dass er so einen Oberkörper hat. Ich improvisiere. Buenos dias, Pepita. Hallo. Ja, wir haben ein Problem. Kommen Sie rein und machen es sauber. Ja, das wäre toll. Jetzt gleich? Ja, kommen Sie nur rein, Schätzchen. Oh mein Gott, das ist... das kein sauberer Schnitt war. Wissen Sie, nichts wäre mir im Moment lieber, als Sie gleich hier umzulegen. Muss ich der Mörder des großen Hitmans? Er ist bewusstlos. Nein, diese Art von Aufmerksamkeit brauche ich nicht. Also, hören Sie zu. Glauben Sie mir, Sie haben etwas ganz Schlimmes getan. Aber jetzt wird man nicht mehr nach einem Killer suchen, habe ich recht? Killer? Ich sag's Ihnen, eigentlich kenne ich sowas nicht. Aber heute ist ein besonderer Tag. Besaufen wir uns! Hier, trink einen Schluck. Nein. Andererseits... ist das schlecht für die Leber? Plätscher, plätscher. Würdest du das bitte lassen? Das ist ein idiotischer Plan. Böhm, Motherfucker! Komm schon, Schätzchen. Machen wir uns lieber aus dem Staub. Adios. Ah, super, ich darf aus dem brennenden Hotel. Er hat sich natürlich erstmal nochmal umgedreht, ne, sich schön gemütlich gemacht, erstmal schön wälzen und so im Bett. Nee, der wurde ja umgedreht. Der lag eben auf dem Rücken. Ja, und dann hat ihm dieser Große umgedreht. Warum? Mit dem Bein, weil er dann geflüchtet ist. Das ist eine clevere Idee. Run for your life! Run, Forrest, run! Lauf, Forrest, lauf! Okay. Ja, jetzt musst du hier von den Bullen auch Deckung nehmen, ne? Ja. Und bei den Bullen, die darfst du nicht ausschalten, also tödlich ausschalten. Weil das gibt richtig fette Minuspunkte, weil Zivilisten und so. Bleiben Sie ruhig! Das soll wohl ein Witz sein! Ja. Ach, Scheiße. Nein. Weiter nach oben aufs Dach. Ah, Stealth Action for a win. Hier oben geht's jetzt richtig zur Sache. Deckung, Deckung, Deckung. B. Vortäuschen und dann drück weiter und jetzt pack. Jetzt nimm ihn als Geisel weiter.
Beziehungsweise kannst du ihn jetzt ausschalten. Schalte ihn jetzt aus. Und weiter. Als Bulle, verkleide dich als Bulle. Hab ich vor. Der da hinten sieht dich jetzt nicht. Nimm die Waffe weg und Instinkt. Ach, scheiß, hast du nicht mehr. Weiter, schneller, schneller. Die haben dich noch nicht gesehen. Nimm die Bulle runter. Nimm die Knatter weg. Wie? Steuer kurz nach unten. Tür eintreten. Polizia! Polizia, la Polizia! De puta madre! Hast du gut gemacht, Hitman. Agent 47. Was für ein Hitman er ist. Hat sich überrumpeln lassen. So, jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Entweder von unten oder du kletterst immer wieder diese Säule drauf. Also hier, versuch mal vor dir jetzt zu kommen auf diese Säule. Also auf den Vorsprung, genau. Okay. Kann ich nicht. Geht nicht, ne? Nee. Auf jeden Fall in Deckung bleiben immer wieder. RB. Ja, es bietet jede Menge Deckung. Wie gesagt, die kannst du dann ruhig stellen und alles. Am besten gehen wir hier weiter links. Ach, das ist ja das mit dem... Und da nach unten klettern. Aber warte. Warte noch. Genau. Der sieht dich nicht. Jetzt geh weiter. Der da unten ist da hinten noch beschäftigt. Vermeide es, im Scheinwerferlicht zu sein. Also hier im Taschenlampenlicht. Den musst du wohl oder übel kannst du ausschalten, aber du kannst jetzt auch weitergehen. Ich gehe weiter. Rechts. Ja, ist mir klar. Ich wollte nur warten, weil der leuchtet ja durch die Dings durch. Mhm. Sieht dich keiner? Weiter, weiter. Gehen hier lang. Außenrum. Weit weg von dem. Warte, warte, warte. Zurück, zurück. Oh, das war eng. Sir, ich bin zwar bereit, hier im Zweifel für den Angeklagten zu entscheiden, aber andere sind da nicht so nachsichtig. Geh hier rum. Warte, der hat sich umgedreht. Ist. Ja, der dreht sich wieder um. Der ist mir klar, aber wenn ich hier rumgehe. Da ist Sackgasse, da vorne geht's ja nicht weiter, glaube ich. Siehst du? Hier ist zu. Ja, aber du musst jetzt irgendwie weiterkommen. Auf jeden Fall. Okay, wo muss ich hin? Du musst nach links durch die Tür da hinten. Nach links durch die Tür da hinten. Also könnte ich hier dran vorbei? Ja. Und da steht wieder einer. Du kannst hier, geh mal weit zurück. Ah, warte, 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 der hat seinen Posten verlassen. Jetzt du kannst ihn aber ablenken. Also ziemlich fast alle. Ja, ja. Mit so einem Kronleuchter kannst du runterlassen. Da war so ein Winde da. Ne? Ja. Aber pass auf. Da ist jetzt gerade schlecht, weil Ette hier. Ich weiß. Wenn er sich gleich wieder umdreht. Ah, geh weiter, geh weiter. Warte, warte, warte. Wie kann man nochmal den Hammer werfen? Gute Frage. Ich glaube mit, wie du Granaten wirst, so. Ja, wie werfe ich Granaten? Hast du noch nie einen Shooter gespielt? Geh weiter. Ah, er sieht dich, er sieht dich. Geh aus der Deckung raus. Das nimmt noch mehr Aufmerksamkeit. Wie? Ich bin gerade. Achso. Ja, verkackt. Geh weiter einfach. Geradeaus. Komm nicht vor. Also die Treppe hoch. Ja. Lass Instinkt los. Jetzt weiter.
kein Instinkt mehr, jetzt geh schneller durch. Hoch, ne? Ja, hoch. Die sind alarmiert. Jetzt musst du einen anderen Weg finden. Statt hochzukommen. Kronleuchter. Was ist das denn? Kronleuchter. Soll ich da dran springen oder was? Schieß. Schieß dran. Da, es ist gerade hier. Hilfe. Da musst du dran. Und wie? Versuch mal dran zu springen. Nein, dann lass mich in Ruhe. Ja, ich weiß doch, das war hier sehr tricky. Ja, er ist schon weg. Der ist schon unten. Ja. Ist schwierig gerade. Ein wenig. Ja, die hören jetzt auch nicht so auf zu ballern, weil die wissen ja, wo du bist. Aber springen kannst du nicht, ne? Ich weiß es nicht. Also, nein. Drück mal nochmal RB. Naja, zu spät. Auf jeden Fall hast du ja gesehen, wenn du halt wirklich richtig Aufmerksamkeit hast, hast du verkackt. Ja, nun. Ich hätte von vornherein das so ziehen sollen. Also auf jeden Fall die Route, die du gerade eben gewählt hast, die war recht gut schon. Alternativ kannst du ja auch hier auf diese Bücherregale drauf. Wie? Jetzt ja, wenn du runterkletterst und dann kannst du dich hochziehen, glaube ich, damit. Mit B runterklettern gleich. Aus irgendeinem Grund komme ich da nicht hoch. Ich bin da gerade so doof. Ja, ist ja auch egal. Will er nicht. Komm, verpiss dich da endlich. Arschkuff. Sneaky, sneaky. Weiter. Ja, weiter. Der leuchtet einmal nach rechts. Muss ich drauf warten dann immer. Da ist ein Kontrollpunkt da hinten. Wo? Links. Den kannst du ja schon mal einsammeln. Ah, oh, der sieht dich fast. Aha. Uhu. Warte, bis das Licht aus ist gleich. Also. Ja, ist klar. Und dann mit der Winde kannst du ja halt die danach da hinten locken. Ein B gehst du in Deckung. Steh auf und Instinkt. Instinkt loslassen. Weil jetzt gleich kommen da noch ein paar Leute. Instinkt. Jetzt kann ich durch. Ah, Instinkt. Dein letzten Tropfen. So. Das Randschießen war jetzt nicht so gut. Ja, das wäre jetzt nicht so geil. Guck mal, ob du jetzt hier geradeaus hier hochkommst. Genau. Das hatte ich gerade eben gesehen, ja. Da.
Das wollte er nicht machen, weil er in der Aktion war. Ja, das ist nur, wenn du Leute ausschalten willst oder Ablenkung schaffen willst wahrscheinlich. Mhm, aber ich meine, hier eine Kante hochholt er gerade eben nicht. Kronleuchter fallen lassen, ihr könnt mich mal. Der bleibt schön hier oben. Ich habe genug Aufmerksamkeit. Brauche ich nicht noch mehr? Rechts rum, hier rum, ja. Sieht mir aus wie der Ausgang. Wuhu! Und noch einmal Neustart. Ja. Persönlicher neuer Rekord. Yeah, die mit Blitzen und so. So, zieh das Bett und Kostüm an und dann geht's ab. Todessprung, Todessprung! Ja. Instinkt, Instinkt, Instinkt. Der Helikopter. Was bleibt da so jetzt? Warte, bis der Heli da weg ist. Der sieht dich, der sieht dich. Geht der überhaupt weg? Ja, müsste. Weil anders kommst du da jetzt nicht weg. Und auf den Heli schießen bringt dir nichts. Der sieht ziemlich so aus, als würde er da bleiben. Ja, weiß er noch. Da siehst du. Jetzt geh voran. Deckung, 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 Deckung. Er will nicht. Geh weiter. Nicht bald. Weiter. Ich gehe lieber gleich geduckt weiter. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch jetzt rennen. Vertreten. Ja, geh weiter, das ist keiner. Der Heli ist wieder hier. Mhm. Vielleicht muss ich von Deckung zu Deckung. Ja. Wäre gut, da einen Befehl gut möglich. Ach, A. B und dann A halten immer. Dann wechselt er die Deckung. Geh weiter, bevor der Heli wieder zurückkommt. Ja, aber wohin? Ich muss da hin. Geradeaus, ja. Ich warte lieber, bis er wieder hier ist. Ja, aber dann sieht er dich. Weil jetzt schwingt er hier wieder. Siehst du? Oh nein. Siehst du, du kannst dich vorfahren, solange du im Alarmbereich bist. Also Alarmbereitschaft. Toll. Kurz vor Ende und dann so scheiße. Nur weil der Bulli hier am Boden war. Das wäre ich gar nicht aufgefallen. Hier, komm, leg mich um die Presse. Hast du. Ja, ja, Hitman Absolution. Wenn das so weitergeht, ist es absolut. Fail. Also, wo lungere ich denn rum? Achso, hier lungere ich rum. Ja, direkt nachdem Heli, der Heli aber im gesehen hat. Zu vorher suchen die mich nicht. Der Verdächtige läuft in ihre Richtung. Dann geht's weiter. Im Text. Ja. Kannst direkt raus. Und dann geh am besten jetzt zur linken Deckung. Direkt. B.
Dann da hoch. Geh weiter. Warte jetzt, bis er rüber ist, rüber schwenkt. Jetzt weiter. Wer zur Hölle ist dieser Kerl? Er springt von Gebäuden? Reicht Helikopterfeuer aus? Was ist hier los? Weiter. Er muss mal Militär gewesen sein. Mein Cousin Anthony behandelt Soldaten mit Posttrauma. Wird knapp. Ich bin draußen. Jetzt kommt schon die Kieferhöhle. Peace. Shangri-La. Weiter. Hier kannst du nicht in Deckung gehen, sondern weiter so. Genau. Was haben die hier für Probleme? Gras. Das sind Hippies. Die haben hier überall Gras angepflanzt. Muss jetzt hier raus, auf jeden Fall. Nee, hier geht's nicht raus. Die kommen jetzt gleich rein, die Bullen. Hier geht's nicht raus, ne? Nein. Da sind die Bullen. Ah, warte, ich hab... Instinkt. Good morning, Officers. Nutz deinen Instinkt. Verbrauch deinen Instinkt nicht. Ja, ich wollte nur weg von denen. Fehlt da noch so ein bisschen die Relation, wie... Hier rechts rum. Ah, okay. Da unten ist der Exit. Also du kannst den jetzt so umgehen, indem du hier einmal rumgehst. Geh weiter. Kann ich hier nicht durch? Um statt hier weiter zu gehen? Ah ne, doch nicht, okay. Ich hatte gedacht, hier sind Leute. Stinkers und so. Geh weiter, siehst ja das Symbol und gleich Instinkt, weil da stehen echt viele Bullen davor. Okay, dieser Crackart bricht sich also bei einem Kampf ein Bein und geht dann allein ins Krankenhaus. RB? Was sagt ihr da? Ich weiß, aber stehen genau davor. Was sagt der da? Nochmal. Da vorne ist was. Lage erfordert ein Ablenkungsmanöver. Jetzt muss irgendwo ein Ablenkungsmanöver machen. Ja, mit Schmeißen irgendwas Lautes. Geh mal in einen der Zimmer. Ich geh mal hier rein. Ja, hier ist wieder was so nebenaufgabemäßig, dass du Kombinationen vorausfindest. Könnt ihr das Radio gut tauschen? Ja, also Radio benutzen. Kann ich das Radio mitnehmen? Ich weiß es nicht, mach mal. Kann ich. Dann werden wir uns jetzt draußen ein Ablenkungsmanöver weiter wegschaffen. Ja, direkt hier im Gang und dann gehst du einfach in die ins Zimmer wieder. Okay, wie stelle ich die Scheiße ab? Waffe weg. Jetzt benutzen. X, jetzt weg. Dann kannst du da hinten raus. Aber es hat natürlich die Falschen wieder. Ja, natürlich. Getroffen. Geh. Du hast noch genug Instinkt, also. Aber versuch mal hier was anderes. Boah, das ist doch mal ein Badezimmer. Ich sag's dir. Verbraucht zu viel Instinkt. Halt, warte mal. Versuche mal mit Instinkt an die vorbeizukommen. Ah, fuck, du musst den Aufzug holen. Das wäre hier. Oh, jetzt bist du am Arsch. Oh, tschüss. Kommt hier, legt mich um, ihr Pisser. Vortäuschen, mach mal. Versuch die mal auszuschalten, so X. Okay, kriegst du nicht hin. Komm her, ihr Pisser, ich leck euch alle um! Hätte es fast geschafft. Hat sehr gut ausgesehen, das um sich schießen, ne? So, wo komme ich? Ach, hier komme ich raus. Was ist das? Klappmesser. So, hier kamen die ja rein. Ja, du musst ja da durch. Nimm mal den Ersthilfekasten mit. Ja, aber vielleicht gehen die ja mir vorbei, oder? Oder? Weißt du. Halt, warte mal. Jetzt loslassen. Da am Eingang musst du halt
Ablenkungsmanöver geschaffen. Irgendwas musst du hier in der Hütte machen. Vielleicht hier im Badezimmer. Nee. Das kannst du betreten. Ja, komme ich hierher? Ja. Hier vorne ist irgendwie Ablenkungsmanöver. Dann geh mal rein. Warum muss er von der anderen Seite rein? Das? Notizbuch. Da ist so. Wahrscheinlich die Kombination drin, ne? Und öffne mal den Safe. Wenn wir schon dabei sind. Herr B, was will er aber? C4, ah. C4 scharf machen. Und dann geh mal weg und dann zünd die Sprengladung einfach. Jo. Ich glaube, das wird... echt großes Bumm machen. Soll ich zünden und dann rausgehen, oder? Zünd und raus. Jetzt raus. Und dann jetzt andersrum. Das war eine Explosion. Die gehen jetzt da alle hin. Du könntest du hier jetzt runter, genau, und jetzt da geradeaus. Hey, was Hippies heutzutage alles in ihren Buden haben, echt lustig. Ist ja ohne einen auszuschalten, echt sneaky. Hast du volle Punktzahl bekommen, ich bin stolz auf dich. Ja, ich bin ein Agent 47. Nein, bist du nicht. Aber ich bin trotzdem stolz auf dich, ja. Hast du gut gemacht. Hiermit ist das Let's Play auch beendet. Nein. Wir sagen an dieser Stelle tschüss. Schaltet das nächste Mal ein, wenn irgendwas wieder kommt, ne? Der fällt aber auf mit seinem Ruß im Gesicht, ne? Bisschen. Finde ich. So, und jetzt sind natürlich alle da hoch, oder was? Ja, klar. Jetzt musst du weiter. Ah, oh, klasse. Okay, durch den Bahnhof. Aber guck mal, ob du durch den Schacht kommst. Weil das sind wieder zu viele. Ich guck gerade hier, aber ich sehe nichts. Ja, hier durch die Tür. Welche Tür? Diese Tür? Ja. Ah. Darunter? Ja, wir hier sind wir. Ah, zu spät. Scheiße. Jetzt nimm Instinkt und geh an den Spot vorbei. Instinkt. Geh einfach an ihm vorbei. In die Masse. Die Masse macht dein Gesicht wieder aus. Und jetzt versuch dich in der Masse zu halten, weil die suchen dich. Zugsignal wieder einschalten. Verehrte Fahrgäste, der auf Gleis A einfahrende Zug. Instinkt. Du musst nach da hinten. Ja. Deswegen sollst du jetzt auch hier einschalten, dass dann der Zug hält und somit ist die Flucht dann vollendet. Sneaky. Ich glaube, du musst da rein. In oder? Ja, spielt das Spiel nicht mit. Ja, hier ist es sicher, hier kannst du durch. Du hast auch noch genug Instinkt. Da rein. Kontrollpunkt. Ruhig stellen, weil sonst alarmiert er alles. Aber nur ruhig stellen mit X und dann direkt verschwinden lassen. Weil gleich kommt ein Bulle hoch, um die Lage zu checken. Warte. Ah, ich kann nur schleppen, okay. Wenn der wieder wach wird in der Kiste, was der wohl denken mag.
Okay, was ist das für eine letzte Nacht gewesen? Jetzt hier das Signal mit Y anschalten. Und jetzt dann direkt weg. Was heißt direkt wieder hier runter, ne? Ja. Einsatz vollendet. Auf Plattform B und warte auf den nächsten Zug. Also am besten so wieder raus, wie ich reingekommen bin. Ja. Ist die sicherste Methode. Und ja, langsam kriegen wir den Bogen raus, würde ich sagen. Ah, ich muss wahrscheinlich auch noch das Gleis wechseln, oder? Gleis B musst du. Musst gucken, welches Gleis du bist. Da hinten. Ja. Also durch die Unterführung. Nicht Unterführung. Hier ist eine Unterführung, da direkt voraus. Okay. So, Instinkt vorbei. Okay, das wird schwierig. Hier kommen wir nicht her. Dann musst du oben rum. Lass Instinkt los. Jetzt Instinkt. Also loslassen. Was war mit dem hier? Guck mal, hier, da ist einer am Sitzen oder so. Ja, lass den ruhig sitzen. Vielleicht Ablenkungsmanöver. Könnte gut möglich sein. So ein Suicide-Typ. Aber ich glaube, der chillt sich seine Lage da. Loslassen. Ja, dafür fehlt mir noch irgendwie der... Das Gespür. Ja. Aber kannst du sagen, wenn du hinter den vorbei bist, also an dem grad vorbei, kannst du direkt loslassen, weil die sich nicht nach hinten umgucken. RB. Plattform B. Was stand da? In die Masse. So. 60 Sekunden ein. So, das heißt, ich versteck mich hier in der Masse. Ja, die suchen auch. Da, du hast, ja, ich weiß, aber hier ist im Moment keiner. Deswegen. 45 Sekunden ein. Der Zug trifft in 45 Sekunden ein. Im Moment ist auch keiner, der in meine Richtung guckt und leuchtet. Mhm. Ja, Instinkt hast auch nicht mehr viel. Ich brauche auch nicht viel. Ich brauche ja nur was, um vorbeizuschlüpfen. 30 Sekunden. Sekunden. Ja, das wird auf jeden Fall. Geh da weg. Das war knapp. Der kommt gleich wieder zurück. Aber nicht in 15 Sekunden. Wer weiß. Ja, der hält sich jetzt zuerst. Ich will mit den Schwätzchen halten. Glaube Kaffee. Ich nicht. Zug, wo bleibst du? 15 Sekunden. Da kommt noch einer. Und jetzt rein. Jetzt musst du nur noch reinkommen. Der guckt gerade nicht zu mir. Oh, das war schön. Das war super schön. Boah, bin ich gut. Ja, an dieser Stelle sagen wir dann zu euch. See you guys. Und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Hitman. Hitman! Ja, Hitman.